Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen auf der Regierungsbank, meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gäste, Schülerinnen und Schüler, auch ich kann mich eigentlich sehr kurz fassen. Ja, das tue ich mit Sicherheit, denn wir haben ja alle die letzten Tage miterlebt, wurde auch ausreichend kommentiert. Wir leben in einer ungewöhnlichen, innenpolitisch turbulenten Zeit. Und manchmal ist es so, dass ungewöhnliche Zeiten auch ungewöhnliche Maßnahmen erfordern. Die Angelobung meiner Person zum Vizekanzler, die ist wahrscheinlich gemessen am bisherigen politischen System in Österreich als ungewöhnlich zu bezeichnen. Aber ich darf Ihnen sagen, ich danke dem Herrn Außenminister und designierten Parteiobmann der Österreichischen Volkspartei, Sebastian Kurz, für das Vertrauen, das er in mich setzt. Und umgekehrt vertraue ich auch darauf, dass sein Weg, den er geht, und das ist ein unkonventioneller Weg, der Weg des Aufbrechens alter, überkommener parteipolitischer Strukturen, der Weg der Öffnung, dass das der richtige ist. Meiner Meinung nach auch der einzig richtige. Ich bin mir bewusst, dass ich jetzt als parteifreier Vizekanzler eine ganz besondere und auch eine sehr schwierige Rolle einnehme. Ich kann nur agieren mit der Rückendeckung, mit der vollen Rückendeckung beider Regierungsparteien. Ich habe sie bisher gehabt, bin sehr zuversichtlich, dass ich sie auch weiterhin haben werde. Und mir geht es natürlich darum, jetzt die noch offene Arbeit in den Vordergrund zu stellen. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich grundsätzlich immer das Gemeinsame vor das Trennende gestellt habe. Und das ist auch genau das, worum es jetzt geht. So habe ich meine bisherige Aufgabe als Justizminister verstanden und so verstehe ich auch meine zusätzliche künftige Aufgabe als Vizekanzler. Ich gehe davon aus, dass wir dadurch, dass man sich ja auch allseits verständigt hat auf einen Neuwahltermin, eigentlich auch eine größere Chance haben, das noch zu tun und zu erledigen, was noch offen ist. Die Zeit des Taktierens, die ist ja wirklich vorbei und wir sollten alle mit offenen Karten spielen. Ich tue es jedenfalls. Ja. Meine Damen und Herren Abgeordnete, ich wüsste nicht, was daran so lustig sein soll. Es ist die Situation. Es ist die Situation insofern eine durchaus ernste, als es hier wirklich nicht um ein Spiel, sondern um die Wahrnehmung staatspolitischer Verantwortung geht. Mir jedenfalls, ob es bei Ihnen auch so ist, das werden ja die nächsten Wochen und Monate zeigen, wenn Sie mir diese Bemerkung gestatten. Es gibt, wie Sie wissen, eine Reihe von Projekten, die noch offen sind. Wir werden in den nächsten Tagen uns orientieren müssen an der Frage, was ist hier wirklich in der kurzen Zeit, die noch verbleibt, machbar. Denn im Vordergrund steht für mich das wirklich Machbare. Und das, was auch im Interesse der Bevölkerung noch unbedingt erledigt werden sollte, ohne allzu großen Zeitverzug. Ich glaube, dass wir das schaffen können. Jetzt und gerade jetzt, wo wir das Ablaufdatum, also konkret das Datum der Nationalratswahl, ja genau kennen. Ich bin überzeugt, und das haben auch die Gespräche der letzten Tage gezeigt und mich darin auch bestätigt, dass beide Regierungsparteien mehr denn je der Sachlichkeit sich verpflichtet fühlen. Ja, da mögen Sie wieder lachen. Mich stört das gar nicht, weil es entlarvend ist. Ja, tun Sie nur. Aber ich kann Ihnen sagen, uns ist es ernst damit. Wir werden in aller Sachlichkeit die Projekte noch umsetzen können, die notwendig sind. Und da werden wir uns auch durch den einen oder anderen Zwischenlacher nicht aufhalten lassen. Diesem Anfang wohnt kein Zauber inne. Nein, jetzt geht es um Realitätssinn, um Sachpolitik, um das, was noch machbar ist, auch wirklich umzusetzen. Dem fühle ich mich verpflichtet und das werden wir gemeinsam in Angriff nehmen und auch zu einem vernünftigen, würdigen und konstruktiven Ende bringen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.